Das Leipziger Dreieck am Hauptbahnhof soll umgestaltet werden. Die Doppelkreuzung ist mit täglich 50.000 Kraftfahrzeugen und rund 9.000 Fahrrädern ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Potsdam. Ziel des Umbaus ist eine Optimierung des Verkehrsflusses. Unter anderem werden die Straßenbahntrasse und Haltestelle in der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße verlegt. Außerdem ist geplant, die bisherige Einbahnstraßenführung in der Leipziger Straße umzudrehen, um das mehrfache Kreuzen von Kfz-Strömen zu vermeiden. Der Bebauungsplan für die Umgestaltungsmaßnahmen soll zeitnah den Stadtverordneten zur Abstimmung vorgelegt werden. Außerdem plant die Landeshauptstadt eine Bürgerinformationsveranstaltung. Der Baubeginn ist für 2018 vorgesehen.